dem Prosaband Minke, die Nazikatze und die menschliche Seite von Herbert Kuhner ist ein chinesisches Sprichwort vorangestellt. Wenn der Falsche das Richtige sagt, hat es keine Bedeutung. Dies ist nicht nur stimmig, sondern kann als Motto zum Lebenswerk des Schriftstellers Herbert Kuhner und darüber hinaus auch zu seiner Biografie, den oft bitteren Erfahrungen, die er als Kind seiner Zeit machen musste, gelesen werden. Herbert Kuhner ist ein Kämpfer gegen die Heuchelei. Das Bedauerliche ist ihm genauso zuwider wie die schöne Phrase, deren Ästhetik Abgründe verdeckt und das Grauen verharmlost. Wenn man ihn als Amerikaner bezeichnet, ist er beleidigt. Wenn man ihn als Österreicher bezeichnet, ist er beleidigt. Amerikaner oder Österreicher, er bleibt ein Jude. Soweit ein österreichischer Redakteur und Kulturfunktionär über Herbert Kuhner. Willst du uns eigentlich verraten, wer dieser Kulturredakteur war? Nicht. Okay, es könnten ja viele gewesen sein. Herbert Kuhner, am 29. März 1935 als Sohn einer katholischen Familie in Wien geboren, flüchtete im Juli 1939 mit seinen Eltern aus Österreich nach England, weil er nach den Nürnberger Rassegesetzen Jude war. Mitte 1940 gelang der Familie die weite Emigration in die USA. Kuhner wuchs in den USA auf und kehrte 1963 nach Österreich zurück. Doch in seiner ursprünglichen Heimat war der Schriftsteller und Übersetzer, der an der Columbia University ein Sprachstudium Deutsch und Französisch absolviert hatte, keineswegs willkommen. Jahrzehntelang litt der Emigrant unter Alltagsfaschismus, beruflicher Ausgrenzung und Ignoranz seiner neuen, alten Umgebung. Österreich ist für mich nichts als ein Spießrutenlauf in eine Sackgasse gewesen. Ich kann meine Rückkehr nur als Wahnsinnsakt bezeichnen, heißt es im schon erwähnten Prosaband Minke, die Nazikatze und die menschliche Seite. Der Wahnsinnsakt dauert nun schon mehr als 50 Jahre. Der Rückkehrer hat das Gefühl, im Exil zu sein. Dieses Gefühl hat er in das Land zurückgebracht, aus dem er einst ins Exil vertrieben worden war. Seine Kreativität bezieht er aber gerade aus der Tatsache, dass er nicht anzukommen vermag, dass ihm dies so lange verunmöglicht wurde, dass andere diese ständige Bewegung, diese Bewegtheit und potenzielle Verrückbarkeit als Provokation und als Gefahr angesehen haben und nicht als Chance für sich selbst begreifen konnten. Kuhners Muttersprache ist Deutsch, doch schreibt er fast alle seine Texte auf Englisch und übersetzt diese ins Deutsche. Diese sprachliche Distanz zu seinem österreichischen Umfeld gibt ihm, neben allen Vor- und Nachteilen, die Möglichkeit, die Zustände in diesem Land noch kritischer zu hinterfragen, präziser und pointierter zu analysieren, sie gleichzeitig mit dem Blick des Außenstehenden wie auch mit dem Innenblick des Involvierten zu betrachten. Apfelstrudel. Ich fand das Buch in einer Buchhandlung am Flughafen Heathrow. Es enthielt Interviews aus den späten 70ern und frühen 80ern mit ehemaligen hochrangigen Nazis. Ich kann keine Quellenangabe machen, weil es aus meiner Bibliothek verschwunden ist. Leider habe ich mir weder Autortitel noch Verlag notiert. Der Interviewer war ein Student, der Holocaust, die TV-Miniserie, gesehen hatte. Dies hat ihn inspiriert, die noch lebenden, prominenten Nazis zu interviewen. Die meisten haben ihn herzlich empfangen und haben stolz über ihre Vergangenheit erzählt. Der stolzeste war Standartbeführer Günther von Wolf, der Mitbegründer und Dekan von Lebensborn, einem Internat ins Leben gerufen, um die Herrenrasse zu fördern. Junge arische Mädchen wurden jungen arischen Männern zugeführt, um Kinder zu züchten. Und während des Interviews servierte die Frau des Dekans einen herrlichen Apfelstrudel. Der Strudel hat mich an den Apfelstrudel meiner Mutter erinnert. Ich stellte mir ein Treffen zwischen den beiden Damen und einen Austausch von Rezepten vor. Natürlich hätte meine Mutter niemals mit jemandem geplaudert, der sich zum Nationalsozialismus bekennt oder Sympathien für diesen empfindet.
Und Frau Wolf hätte sicherlich nicht wissentlich ein Gespräch geführt mit einer Frau wie meiner Mutter. Aber stellen Sie sich vor, wie meine Mutter und Frau Wolf auf einer Zugfahrt im selben Eisenbahnwagen sitzen und nichts übereinander wissen. Also was ich sagen will, ist, dass man manchmal mit jemandem etwas gemeinsam hat, mit dem man nichts gemeinsam hat und gemeinsam haben will. Ein Beispiel. Ich bin Nichtraucher und ich will nicht in verrauchten Bäumen sitzen. Und wer ist der berühmteste Nichtraucher aller Zeiten? Ja, Sie haben es erraten. Sehen Sie, was ich meine? Ich habe die Holocaust-Fernsehserie auch gesehen. Zur selben Zeit wie der Student. Ich lenkte sie aus dramaturgischen Gründen ab. Sie ist in typischer Hollywood-Manier zusammengeflickt worden. Allerdings scheint der Film als wirksamer Katalysator gewirkt zu haben, so wie Rolf Hochhuths Der Stellvertreter. Manchmal scheinen auch mittelmäßige Damen einflussreich zu sein. Wegen meiner Auswanderung verlor ich meine Muttersprache und Englisch wurde die sprachliche Liebe meines Lebens. Doch ich wollte zu meinen kulturellen Wurzeln zurück und ich wollte die österreichischen Autoren, die ich bewunderte, in der Originalsprache lesen. Neben ihrem meisterhaften Apfelstrudel hat mir meine Mutter eine Vorliebe für österreichische Kultur vermittelt. Was den Strudel betrifft, so erkenne ich einen guten, wenn ich das Glück habe, einen solchen zu bekommen. Also ich würde sagen, die meisten, die jetzt serviert werden, sind matschig, mehlig. Der beste Strudel, den es jetzt gibt, scheint in den jüdischen Delikatessen in New York zu Hause zu sein. Strudelmacher, sowie Künstler, Schriftsteller, Film- und Theatermacher haben sich in der neuen Welt durch erzwungene Immigration gefunden. So verbreitete Österreichs Lieblingssohn Adolf österreichische Kultur über die ganze Welt. Unabsichtlich, aber immerhin. Du liebst manchmal auch jungen Autoren. In meinem Fall war es so schon vor vielen Jahren. Das muss ich, glaube ich, doch auch erwähnen, in Dankbarkeit erwähnen, dass du es gewesen bist, der mich damals, als ich so Mitte 20 war und sehr schüchtern versucht habe, mit Texten hausieren zu gehen, sie vielleicht schon etwas älteren, arrivierteren und arrivierten Autoren zu zeigen, dass du mich sehr gestärkt hast, mich auch an die Zeitschrift Zwischenwelt, an Konstantin Kaiser vermittelt hast, damals noch mit der Ziehharmonika, das war der damalige Name der Zeitschrift. Insofern habe ich schon feststellen können und gemerkt, wie sehr du dahinter bist, anderen Menschen, die schreiben, zu helfen und sie zu bestärken. Welche Bedeutung hat das in deinem Leben? Und inwiefern steht das vielleicht auch im Kontext zu deiner Biografie? Oder steht es gar nicht? Oder wie hat sich das entwickelt überhaupt? Wie ist es dazu gekommen? Da muss ich sagen, was deine Sprache ist großartig. Und du bist zu Hause in der deutschen Sprache. Ich eigentlich halbwegs. Ich habe das nie gelernt. Und ich bewundere das. Aber ja, ich meine, Lyrik ist ein Stiefkind. Und ich tue mein Bestes für die Lyrik, dass sie aus dieser Situation kommt. Und auch für die Autoren, die nicht so, bekannt sind. Und ich muss sagen, zum Beispiel die Gedichte, die wir gelesen haben, das sind großartige Autoren, ich liebe sie, ich liebe die Gedichte, aber ich habe viel mehr und viel mehr. Ich musste auswählen und das war sehr schwierig, weil es war schwierig, andere nicht zu bringen oder andere Gedichte nicht zu bringen. Und diese Gedichte betrachte ich auch irgendwie als meine